Mal, ob wir da oben langkommen. Müssten wir theoretisch. Ich würde sagen, ja, ich krieg gleich den richtigen, okay. Adler, lass mich in Ruhe, sonst schieße ich dich ab. Wie jetzt da? Wie komme ich denn da hin? Da drin, in dieser Höhle. Wie komme ich denn da hin? Hä? I don't know. Komme ich da nur von oben hin? Ich sehe da halt Kletterhaken, die mich runterführen würden, aber... Ich sehe keine, die mich hochführen. Das ist doch wohl nicht dein fucking Ernst. Nenn mich nicht fucking Ernst. Ja, anscheinend. Das muss wohl so. Ich komme von unten nicht ran, also muss ich von oben lang. Seufz. Ich wollte gerade gucken, ob ich ihn reparieren kann. Ich wette, kann ich nicht. Die Möglichkeit nimmst, uns anzugreifen. Ohne die Trucks fehlt es der Army an Nachschub. Und zwar nur dank dir. Ja, aber euch doch auch. Deswegen will ich ja möglichst nicht... Ah. Ich bin ja nicht blöd. Also eigentlich nicht. Ja, der will, dass ich andersrum gehe, aber weißt du was? Ich bin doch nicht bekloppt. Aha, hier gibt's Jacks. Ich wollte nur da hinten runter. Okay, ich hoffe, dass ich es noch rechtzeitig schaffe. Schlafplatz. Die hat sich auf jeden Fall gut geschützt hier, die gute. Die gute Ilas. Ich habe die Maske auch schon gesehen. Wäsche ist erstmal gut. Das ist der Weg. Folgst du mir, weil du mehr über Yailun erfahren willst? Ich zeige es dir. Ich führe dich zu ihm, die Ziege. Also, das ist schon mal geschrieben. Also, so in der Art wahrscheinlich. Das kommt mir nämlich herrlich bekannt vor. Mist, jetzt habe ich allerdings nicht aufgepasst. Jetzt ist es natürlich dann doof. Ach nee, doch, ich komme ja wieder hoch. Stimmt. Stimmt, hier komme ich wieder hoch. Aber ich weiß nicht, ob ich die nächste Station, ob ich die eine Höhe kriechen kann.
Ja, ich mach das lieber bei den Yaks als bei den Wölfen. Aua. Wenn ich gegen die Felswand. Nicht gegen was Totes? Warum? Auf jeden Fall, das Tote bewegt sich, okay. Wahrscheinlich rutscht es noch auf eine Felswand runter oder so. Seltsam aus. Weiterhin. Nein, jetzt gerade nicht. Absolut keine Zeit. Oh, verdammt. Hier ist es eckig. Hier ist die Ecke, die ich nicht erkennen kann, die ich nicht kenne auf der Karte. Sehr süß. Weggehe, vielleicht mich nicht mit und lass mich in Ruhe, aber Arschlecke. Ich bin da wohl ein bisschen zu optimistisch. Naja. Dafür gehören mir jetzt die Fälle. Was? Nee. Das hier, genau. Okay. Die haben ganz viele Hunde, sehe ich auf jeden Fall gerade. Ach Quatsch, was mache ich denn da? Okay, das ist hart. Okay, das allerdings. Unentdeckt. Ich musste sogar nicht so noch nicht mit den Alarm ausschalten. Jui.
nicht. Aber doch. Oder nicht? Ich weiß nicht, was die mit den Hunden gemacht haben. Aber das werden ich will keine unschuldigen Hunde erschießen. Aber wenn er den Pilgermönch angreift, habe ich keine Wahl. Hat er gerade wieder irgendjemand überfahren, der Vollidiot? Hi. Bei meinem Wachdienst kam der Mönch auf mich zu, als plötzlich ein Rothund auf ihn schoss. Ich habe schon zu lange wieder getötet. Das wird so büßen. Vor allen Dingen wegen Bären. Ich habe ein Problem. Hier ist AJ. Wo sind die Camper? Ich schicke dir jetzt die Koordinaten. Oh, ich habe einen gehört. Kannst du? Bitte beeil dich. Okay, ich komme so schnell ich kann. Ja. Ich höre. Nur noch 160 Meter. Bin gleich da. Ich renn mal dran vorbei. Ich bin gleich da! Also glaube ich. Na komm, ich bin bereit! Schnell! Leg ein paar Minen! Nimm dir Molotow! Die Camper sind vor einem Angriff der Royal Army auf ihr Dorf geflohen. Leider an den falschen Ort. Die werden nicht ausgehungert, weil es nicht zu fressen gibt. Das Bergbaubetrieb ist ja alles vergiftet. Die werden nicht so leicht aufgeben. Es gehört da. Wie kam das alles so aus dem Nichts? Schön schnell für ihre Größe. Triff sie mit allem, was sie aufhalten kann. Granaten, Minen, Molotow. Ich muss nur aufpassen, dass ich euch dabei nicht treffe. Ein Bär! Ein Bär! Jetzt aber schnell! Aus der Höhle auch noch? Wie fies! Das Gebiet ist jetzt sicher. Ja, sicher genug, um die Leute hier wegzuschaffen. Und das kriege ich hin. Vielen Dank. Mein Ding. Boah. Ich meine, irgendwie wahrscheinlich lohnt sich das Fell gar nicht. Wahrscheinlich wieder ein giftiges Fell, oder? Ja, giftige Haut. Okay. Das sammeln wir gar nicht erst ein. Weißt du was? Ich werde mal ganz kurz dahin gehen, ehe ich mich hierhin zurück begebe. AJ, mein Freund, wie geht's dir? Danke dafür. Kein Ding. Okay. In diesem Häusle.
Tagebuch, Ausstiegsstrategie. So fallen Königreiche. Von allen Leuten sollte er am besten wissen, dass die kleinsten Risse eine Mauer zum Einsturz bringen können. Er hat ihr die nötigen Werkzeuge an die Hand gegeben und sie wird ihn stürzen. Aber ich werde mich nicht mit ihm untergehen. Er hat ihr die... Okay. Und wird stürzen. Ich vermisse hier ein bisschen die Ziege. Keine Ziege da. Aber der hat einen goldenen Elefanten. Der goldene Elefanten. Das ist gut. Okay, gut, dann kann ich ja hierhin wieder zurück. Jo. Da gibt's ja noch was, wahrscheinlich. Denkt denn niemand an meine armen Bienen? Bitte was? Ja, deine armen Bienen, ja. Auch die armen Bienen. Oh, ja. Mensch. Wie kann man nur nicht an die armen Bienen denken? Die werden sie noch ausrotten. Ich brauche Hilfe. Was ist mit den Bienen? Du, kannst du mir helfen? Hm? Die Royal Army hat mir meine Bienenfarm genommen. Sie haben Gold in der Nähe gefunden. Jetzt wollen sie die Bienenstöcke vernichten. Wo ist deine Farm? Ich zeig's dir auf der Karte. Bitte, meine Bienen sind zwar klein, aber sehr wichtig. Die Royal Army versteht das nicht. Die ich wollen auch nicht. Nur schnell an das Gold kommen. Ich verstehe. Ich rette die Bienen. Rette die Bienen. Yeah. Retten wir die Bienen. Das ist mal ein leises Auto. So, in welchem Bereich ist das denn? Ah, okay. Schade. Obwohl doch. Wenn ich da bin, könnte ich ja theoretisch... Machen wir erstmal die Bienen. Guten Tag, mein Braucher. Ist das denn? Wurdest du gerade überfahren, oder was? Deswegen halte ich mich immer von der Straße fern. Bei der KI ist das dein Tod, solltest du auf der Straße verweilen. Die Bienenfarm. Na, dann wollen wir die mal retten. Mit was? War das mit einer Schrotflinte? Habe, aber ich werde es ja gleich sehen. Puh. Ja, es ist eine Schrotflinte. Na gut. Ja. Was? Nein! Töte die beiden Kommandanten mit einer Schrotflinte. Wie man damit schießt. Ja. Sehr gut, Mann. Ein Feuerkasten! Kann ich auch nichts für. Ihr habt angefangen. Willkommen in der Hölle! Hallo. Genug. Da! Da! Da!
Ihnen gerecht. Wir gehen mal wieder kurz in die Burg. In die Festung. Eigentlich Blödsinn. Ich wollte ja nicht, oder ich sollte ja nicht hier hin. Das Sinnigste ist ja, hier hatte ich freigeräumt, ne? Ja. Die hat ja was für mich. Also, Aussage. Bla bla. Ich kann dir nicht genug danken für die Rettung. Deiner Bienen, ja. Der Bienen. Keine Ursache. Die Royal Army lag falsch. Das wahre Gold ist nicht das der Erde. Honig ist das wahre Gold. Ja. Das ist definitiv nicht verkehrt, die Annahme. Das flüssige Gold. Vermutlich alle töten. Ja, ich werd vermutlich alle töten. Weil es mir langsam auf den Sack geht. Entschuldigung. Ja, was ist denn da das Nächste? Bleiben wir mal hier auf der Straße. Ist hier irgendwo ein Auto? Zufälligerweise. Ja, ich habe gerade ein Auto gekriegt, danke. Was war das denn? Hier ist Darby Railrunner von einem geheimen Ort aus. Für den Sender Freiskühler. Vor einer Weile bat ich euch, mir zu schreiben, was... Warte mal, ich will mal ganz kurz gucken. Den
hatte ich noch nicht. Ich will mal ganz kurz gucken, ob jetzt alle Autos voll sind. Fahrzeuge, ja! Eurer Meinung nach in seinem Goldmini versteckt. Ich dachte echt, das wäre eine lustige Rubrik. Ich wende mich an die Fans und ihr schreibt mir zurück. Ich muss sagen, ihr hattet ein paar ziemlich interessante Theorien. Und mit interessant meine ich völlig bescheuert. Total bekloppt. Ganz ehrlich, Leute. Okay, also hier kommt, was Aziz geschrieben hat. Und ich denke mir das nicht aus. Aziz schreibt, Pagan versteckt eine geheime Armee von Untoten in den Minen, die er von den Echsenmenschen bekommen hat, die unter Los Angeles leben. Ja. Oh, toll. Pagan als Mitglied der Illuminaten. Nein, ist er nicht, Aziz. Er ist keiner von den Illuminaten. Ist das klar? Okay. Ihr schreibt Nadish. Pagans Minen sind voller goldener, angemalter Bleiter. Wie immer einer zu spät. Weißt du was, Junge? Ich habe eine Idee. Bleib doch mal hier und besetz mal das Geschütz. Viel sinniger. Ja, komm, ich repariere nochmal schnell das Auto. Entschuldigung, jemand, der durch die Minen krank geworden ist. Die königliche Garde zerstört unsere Lebensgrundlage. Wo willst du denn hin? Ich kann mich nicht gut mit Motoren aus. Achtsam bleiben! Hey, der schuldet mir noch Geld. Der schuldet mir noch Geld. Du schuldest mir übrigens Geld. Danke. Jetzt könnt ihr umbringen. Ich verdanke dir mein Leben. Kyra segnet dich. Mehrfach, ja. Und nicht mal ein Kratzer. Geh bei Gott. Wenn du nicht gewesen wärst. Ich weiß nicht, was dann passieren wird. Bist du? Namaste. Heilige Scheiße! Doppel auf! Bring dich lieber selbst um, bevor ich mit dem Messer komme! Du bist tot! Mach mal. Lasst mich aber in Ruhe. Kein Bock auf sowas. Ah ja. Ich komme. Das ist ja verrückt. Ich verschwinde von hier. Hallo? 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 Sag mal. Warum kann ich das nicht abmachen? Okay. Hatte ich das nicht irgendwie anders angewählt? Warum ist das so rüber? Hey, junger Mann, warte mal. Hallo, hallo! Hallo! Hab noch ein bisschen was. Ich hoffe, das hilft dir auf deiner Reise. Das hoffe ich auch. Wenn du noch irgendwas brauchst, weißt du ja, wo du mich findest. Check.